Willkommen zurück zu einer neuen Folge von dem Bussimulator 18. Wir werden heute weiterfahren und eine neue Linie, nämlich die letzte Linie hier für unser aktuelles, für unsere aktuelle Mission freischalten oder erstellen. Und die heften wir uns mal gerade kurz an. Und dann werden wir hier vom Hauptbahnhof aus wieder mal, ihr kennt das Prozedere, durch die Shobba Grounds und dann Speichen des Business Parks. So, kurz gucken, wo das ist. Wo ist der Business Park? Ist das hier? Ach, das ist hier oben, ne? Ah, das ist ja eine lange Sache. Da brauchen wir so einen Überlandbus. Ist dann... Komm, machen wir es so. Ah ne, das ist... Das, dann haben wir nicht genügend von denen hier drin. Na gut, dann lassen wir den einfach auch hier so lang fahren. Und dann fahren die ganz weit hier hin. Ah, dann können wir auch den hier noch schnell mitnehmen. Der liegt ja auf der Strecke. Soll sich auch lohnen. Oder ein Speichen, mindestens 2 Haltestellen. Gut. Speichern. Gut, dann kommt man vom Bahnhof jetzt auch dahin. Jetzt brauchen wir noch Fahrer und ich glaube, wir haben hier noch irgendwo 2 auf einer Linie. Kurz schauen. Ja, das ist hier der Fall. Okay. So war es eigentlich nicht gemeint. Okay. Ja, das ist teilweise noch ein bisschen buggy hier. Welchen haben wir noch? Den D, okay. So, jetzt mal kurz schauen. Der ist zugewiesen, das ist alles zugewiesen. Gut, dann können wir jetzt die Linie 12 fahren. Wir können diese Linie übrigens, glaube ich, auch anpassen und die nochmal umbenennen. Aber das machen wir später alles nochmal, wenn uns das dann passt. Ich würde sagen, wir starten unsere Fahrt. Und werden heute mal wieder mit dem... was machen wir? Wir können den eigentlich noch lackieren, ne? Wir lackieren den mal schnell noch. Mit Werbung. Die hässliche wieder. Es tut mir leid. Aber ihr kennt's. Aber das ist auch unrealistisch übrigens, denn für voll plakatierte Gelenkbusse gibt's mehr Cash als für Solobusse. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ist ja auch eine wesentlich größere Werbefläche. Gut, Fahrt starten und dann fahren wir mit dem Citaro G. Fahrkartenautomat an, Dämmerung, haben wir noch irgendwas? Sonnig und regnerisch. Ah, ich will mal wieder bei Tag fahren. Sind wir so selten. Okay. Dann schauen wir mal. Ich hoffe natürlich, dass wir dann auch tatsächlich... den nächsten Distrikt freischalten können nach dieser Fahrt. Denn wir wollen uns ja verbessern und wollen neue Gebiete erreichen und wollen uns dann später auch neue Busse leisten können. Guten Tag. Einmal Standard Einzel. Natürlich. Haben Sie sogar passend. Einmal Standard Einzel. Kommt mir bekannt vor. Kann ich. Ich finde das schade, dass es im Drucker so wenig gibt. Ich finde, das müsste wesentlich komplexer sein oder sollte so mit der Zeit wesentlich komplexer werden, sodass man so ganz viele Tarife hat und da muss man selbst überlegen, wer kommt an was. Oder also, ich fände es gut, wenn es so unterschiedliche Modi gäbe. Für Leute, die nur mal schnell einen Bus fahren wollen, ist das ja gar nicht so schlecht. Das Licht muss ich wieder ausmachen. Ist das ja gar nicht so schlecht, wie es jetzt hier geregelt ist, ne? Da hat man dann, da kann man sich nicht groß vertun, das ist easy und läuft, ne? Aber für Leute, die dann ein bisschen realistischer fahren wollen, wäre es ganz cool, wenn der Drucker ganz viele unterschiedliche Fahrkarten hätten und die Leute auch ganz unterschiedliche Sachen bestellen würden. Genauso fände ich es halt auch cool, wenn man hier so Sachen noch schildern könnte, wenn man hier die Temperatur regeln könnte und so. Das kann man hier alles nicht und das fehlt mir irgendwie, also... Ja, ich weiß nicht. Es ist natürlich auch so, wenn man jahrelang OMSI gespielt hat, dann
fällt einem das irgendwie alles so ein bisschen auf. Es kann sein, dass man die Temperatur irgendwie regeln kann, aber ich habe den Knopf noch nicht gefunden. Also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, wie damals bei den Ampeln. ja, aber ich habe es noch nicht gefunden. Und auch beim Dashboard. Zum Beispiel Auto-Kneeling kann man ja eigentlich ein- und ausschalten, ne? Das sind halt alles so Funktionen. Klar, das macht Arbeit. Aber wäre ganz cool, wenn man sowas halt hier auch umschalten könnte. So. Sieht danach aus, als ob ich mal keinen Fahrschein verkaufen muss. Tatsächlich. Ah, Spiegel bringt ja noch nichts bei diesem Bus. Wir können uns das später nochmal anschauen. Was ich bei dem Gelenk übrigens ein bisschen schade finde, ist, dass wenn man weiter weggeht, dass man dann eigentlich gar nicht mehr erkennt, dass es sich da um ein Gelenk handelt. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, also dann ist das so eine große graue Fläche. Nur wenn man nah dran ist, dann sieht man das Gelenk. Ich wollte euch das mal zeigen. Ich biege mal hier ein. Das ist, also physikalisch ist das nicht so ganz übel, zumindest zum Anschauen. Beim Fahren, ja, geht, aber... Eine Fahrkarte bitte. Bis dann. Einmal Student Einzel. Bitteschön. Okay. Danke. Kein Ding für ein King, wa? So. Ein Euro in die Sprüchekasse, ins Phrasenschwein, oder wie nennt man das immer? Ich glaube so, ne? Bitte. Ich zeige euch das jetzt nochmal, wenn ich hier rausfahre. Also das ist ein bisschen, das geht ein bisschen zu sehr in die Höhe, glaube ich. Das sieht man schon. Aber es könnte schlechter gelöst sein, also... Oder? Es ist nicht ganz korrekt, aber es ist auf jeden Fall... Es ist okay, möchte ich sagen. So, bei diesen Blitzern, da muss man immer sehr aufpassen, ne? Wir wollen ja möglichst wenig an das Ordnungsamt hier abdrücken. Wegen zu Schnellfahrens. Ah, weiter geht's. Okay. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch der Gelenkbus so gefällt. Also, ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er schlechter umgesetzt ist. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da an der Stelle ein pessimistischer Mensch und das auch völlig unberechtigt. Kann gut sein, aber ja, ich finde es jetzt doch ganz okay. Also, für den Stil des Bus-Simulators okay. So. Ah, oh, das ist gerade ein Kollege. Fahren Sie weiter. Danke. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja, kein Problem. Autogramme gibt's später. Und Rechnung kommt auch später. Da hat jemand was vergessen. Rotkohl. Hallo. Junger Mann oder junge Frau. Junger Mann, Sie haben Ihren Rotkohl vergessen. Danke. Ja, kein Problem, ne? Viel Spaß. Guten Appetit. Ja, das ist mein Lieblingsevent. Ich hatte es jetzt schon öfter, aber ich glaube, wir hatten das noch nie in der Folge, ne? Dass ich da mal hinterher rennen musste. Aber mit Rotkohl hatte ich das noch nicht. Das war ein Rotkohl, oder? Naja. Was man nicht so alles vergisst. So.
stell mir gerade so einen Busfahrer so einen rennenden, etwas beleibteren Busfahrer mit so einem Rotkohl in der Hand vor. Sie haben ihren Rotkohl vergessen. Ja, so ein Standard. Etwas aus der Rolle gefallen hier gerade. Naja. Was man nicht alles tut für seine Fahrgäste, ne? Jetzt habe ich Verspätung. Kurze Durchsage. Meine Damen und Herren, wir haben ein bisschen Verspätung. Es tut mir wirklich leid. Das liegt daran, dass ich gerade einem Fahrgast noch einen Rotkohl hinterhergetragen habe. Beschweren Sie also bitte bei dem Fahrgast. Klasse. Vielleicht war es auch was anderes, aber es sah aus wie ein Rotkohl, fand ich. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. So, beim Kreisverkehr natürlich wieder blinken. Das ist ja klar wie Kloßbrühe. Heute habe ich es aber wirklich mit den ganzen Sprüchen, ne? Und natürlich ist auch wieder Stau. Natürlich, wie sollte es anders sein? Im gleichmäßigen Takt. Ah ne, jetzt nicht mehr. Gerade hatte ich das... Doch. Irgendwas stimmt mit den Knöpfen nicht ganz. Die bewegen sich nämlich während der Fahrt. Und das ist komisch. Also das müssten die echt nochmal ändern. Och Mensch, Leute. Ihr habt Vorfahrt. Wieso lasst ihr die... Oder wer hat hier Vorfahrt? Nee, die haben Vorfahrt. Nee, wir haben Vorfahrt. Nee, ist schon alles richtig, wie ich es gesagt habe. Naja, der ganz normale Wahnsinn. Man kennt ihn aus der Realität. Rotkohl vergessen. Ach. Der Witz in dem Spiel gefällt mir schon ganz gut. Teilweise. Es sind auch sehr viele Easter Eggs. Zum Beispiel, was man hier zum Beispiel sieht, ist... Also das Beste, das meines Erachtens Beste, das zeige ich euch noch. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das habe ich euch versprochen, ihr habt es in die Kommentare geschrieben. Ich habe euch da ja abstimmen lassen. Das mache ich auf jeden Fall noch, aber da müssen wir noch ein paar Sachen freischalten, glaube ich. Aber... zum Beispiel, also es zeigt sich eigentlich bei vielen Dingen. Zum Beispiel die Angestellten im Spiel, die haben viele Namen von den Entwicklern. Und hier Marina Kofefe. Dieses Kofefe hat, das war ja mal im Gespräch. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das hat mal Trump oder so gepostet, ne? Jedenfalls haben sich alle Leute international gefragt, was hat es mit Kofefe auf sich, und das haben sie hier aufgegriffen, also eigentlich ganz witzig. Ja. Einmal Student, Woche. Hier wackelt auch wieder alles. Also das Gewackle, das ist ja auch nicht das Wummern des Motors, also soll es darstellen, glaube ich, aber... Okay. Und dann kommen wir zur Endhaltestelle, zur Südspeiche. Hey, was machen Sie so? Ich fahr Bus. Das überrascht Sie jetzt vielleicht gerade, aber... Oder war ich überhaupt gemeint? Ich denke mal, dass ich gemeint war. Dieser Bereich hier... Na... Winter der Leidenschaft ist eine geniale Serie. Glaubst du, Hans wird hier? Warte, ich zeig's euch gleich kurz. Hast du Lust, ins Kino Tadä. Zu gehen? In welchen Film? Südspeicher, Endstation. Bitte ja, klar. Sehr pünktlich, danke. Jo, kein Problem. Dieser Bereich hier vorne, diese Glasscheibe, die ist ja eigentlich auch verdunkelt, ne?
Die ist jetzt hier irgendwie hell, aber oder durchsichtig, aber eigentlich ist die immer verdunkelt. Auch ein bisschen verwunderlich. Naja, das sind alles so die Kleinigkeiten, wo man das Gefühl hat, ein paar Dinge wurden so schnell gemacht. Also es ging jetzt nicht darum, ein realistisches Busmodell zu schaffen, sondern eins, was so ein bisschen an die Realität, angelehnt ist. Ne? Das muss euch halt klar sein, wenn ihr das kaufen wollt oder bevor ihr das kauft. Ne? So, Level... Oh, das ist eine solide Fahrt gewesen. Level 3. 13. So. Neues Wrap, neue Farbe, neue Farbe. Neue Farbe bringt uns nicht so viel, denn wir wollen ja eigentlich neue Busmodelle haben. Na, da müssen wir noch ein bisschen stricken. Und wir haben die Mission hier beendet. Wir werden in der nächsten Folge anschauen, was uns da erwartet. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und ganz wie ich erwartet schaut hatte. Auch... Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zu. Okay, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auch nächstes Mal da rein. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!